Nathalie Fuhrmann, geboren 1.4.1986 in Steinfurt, wohnhaft in Münster, verheiratet? Seit dem 6. September. Sie sind Verkäuferin? Seit dem 18.09.2008 in Untersuchungshaft in der JVA Aichach. Am 16. September 2008 suchte Zita Kretschmer die Angeklagte in Starnberg auf, wo diese mit ihrem frisch vermählten Ehemann Dr. Klaas Fuhrmann die Flitterwochen verbrachte. Dort verlangte die ehemalige Jugendfreundin von der Angeklagten 20.000 Euro. Andernfalls drohte sie dem Ehemann der Angeklagten von deren Vorstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu erzählen. Die Angeklagte, die ihrem Ehemann diese bisher verschwiegen hatte, ging auf die Forderung ein und traf sich am nächsten Morgen gegen 5 Uhr mit Zita Kretschmer auf einem Grillplatz am Waldrand nahe Starnberg. Dort übergab die Angeklagte Zita Kretschmer 20.000 Euro. Als diese sich abwandte und mit dem Geld gehen wollte, schoss die Angeklagte ihr mit einer Pistole, für die sie keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß, in den Rücken, um sie zu töten. Nachdem Zita Kretschmer bewusstlos zusammenbrach, nahm die Angeklagte die 20.000 Euro wieder an sich und flüchtete. Mit ihrer Tat wollte die Angeklagte verhindern, dass Zita Kretschmer sie weiter erpresste. Zita Kretschmer überlebte den Anschlag. Sie erlitt einen Schlüsselbeindurchschuss und musste 3 Wochen im Krankenhaus stationär behandelt werden. Da das Projektil auch mehrere Nervenbahnen verletzte, wird der rechte Arm von Zita Kretschmer dauerhaft gelähmt bleiben. Die Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung und mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe beschuldigt, strafbar gemäß § 211. Frau Fuhrmann, es steht Ihnen frei, ob Sie sich zu dem Anklagevorwurf äußern wollen. Wollen Sie was dazu sagen? Ja. Ich schwöre es Ihnen, ich habe nichts getan. Ich habe sie da nicht in den Rücken geschossen. Ich war zwar da, am Grillplatz, aber ich bin dann sofort zurück in mein Auto. Wieso? Wozu waren Sie am Grillplatz? Ich sollte Zita für 20.000 Euro geben. Also Sie geben zu, dass Sie erpresst worden sind? Ja, natürlich. Und diese Geldübergabe, von der Sie gerade sprachen, wie lief die ab? Ich habe mit Zita vereinbart, dass ich mich um 5 Uhr morgens mit ihr treffe am Grillplatz. Ich habe ihr die 20.000 Euro Schweigegeld gegeben. Und dann bin ich auch gleich zurück ins Hotel, wo wir unsere Flitterwochen verbracht haben. Ja, aber davor haben Sie noch auf Zita Kretschmer geschossen. Und zwar in Ihren Rücken, als sie Ihnen den Rücken zugekehrt hat. Und dann haben Sie sich die 20.000 Euro wieder genommen. Nein, das habe ich nicht. Ich habe ihr nicht in den Rücken geschossen. Wirklich nicht. Gut, ich bin ins Auto gestiegen und habe dann noch einen Schuss gehört. Aber ich habe mir nichts bei gedacht. Ich dachte, vielleicht ist das ein Jäger oder sonst was. Haben Sie an dem Grillplatz noch irgendjemanden anderen gesehen? Nein. Nicht? Aber da muss ja noch jemand anderes gewesen sein, der wahre Täter. Aber es wurde eindeutig mit Ihrer Pistole auf die Frau Kretschmer geschossen. Hm? Die wurde mir sich denn das? Die wurde mir geklaut. Wann denn? Als ich im Hotel war, wo ich meine Flitterwochen verbracht habe. Ich habe am Abend vor der Geldübergabe gesehen, dass sie nicht mehr in meiner Tasche ist. Und wieso waren Sie überhaupt im Besitz dieser Schusswaffe? Mein Mann hat bestanden, dass ich sie trage, wegen der Einbrüche. Und er hat sie mir gegeben. Dass Sie für diese Waffe keinen Waffenschein hatten, hat Sie aber relativ wenig gestört, oder, Frau Fuhrmann? Und abgesehen davon scheint es mir doch ein etwas sehr großer Zufall, dass Ihnen ausgerechnet am Abend vor der Tat Ihre Waffe gestohlen worden sein soll. Das nimmt Ihnen hier doch niemand ab. Es ist aber wahr. Ich will doch niemals auf einen Menschen schießen. Schon gar nicht in meinem Zustand. Für Sie stand aber einiges auf dem Spiel für den Fall, dass Zita Kretschmer Ihr Schweigen über Ihre Vergangenheit brechen würde, oder? Die Zukunft Ihres Kindes, Ihr luxuriöses Leben, Ihre frisch gebackene Ehe mit einem Zahnarzt. Sie wollten doch um jeden Preis verhindern, dass Ihr Mann Ihre Vergangenheit erfährt, weil er Sie dann mit Sicherheit verlassen hätte. Mein Mann wusste nichts von meiner Vorstrafe. Gut, das stimmt, ja. Das ist wahr. Aber ich hätte niemals einen Menschen dafür umgebracht, um das geheim zu halten. Niemals! Und außerdem ist durch den versuchten Mord an Zita Kretschmer doch erst recht alles aufgeflogen. Und Dr. Klaas Fuhrmann hat von dem Geheimnis seiner Frau erfahren. Meine Mandantin wäre dieses Risiko doch niemals eingegangen. Ihre Mandantin hat gehofft, dass mit Zita Kretschmer auch ihr Geheimnis stirbt und diese Erpressungen endlich aufhören. Denn Zita Kretschmer hatte sie ja bereits zum zweiten Mal erpresst, oder? Und ein Ende war nicht in Sicht. Vielleicht sprechen wir jetzt einfach mal ganz explizit über das, was Sie vor Ihrem Mann geheim halten wollten. Mhm. Wegen was sind Sie erpresst worden von Frau Kretschmer? Zita und ich sind im Waisenheim aufgewachsen. Wir hatten einen Traum. Wir wollten eine Kneipe in Berlin eröffnen. Ich weiß, das klingt vielleicht albern, aber wir haben ganz fest dran geglaubt. Wir wollten weg vom Heim. Wir wollten da raus. Und als wir dann abhauen wollten, kam uns eine Erzieherin entgegen. Leider. Sie war im Weg. Dann hat sie... Ich weiß nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist, aber... Es ging alles so schnell und ich habe es versucht zu verdrängen.
Aber sie ist die Treppen runtergefallen und war auf einmal tot. Ihre Erzieherin ist nicht einfach die Treppe heruntergefallen, sondern Sie und Zita Kretschmer haben sie heruntergestoßen. Es war nicht einfach für mich. Es war für einfach Ihre Erzieherin nur auch nicht. Ja, ich weiß. Es war nur unglücklich gelaufen alles. Auf jeden Fall haben Zita und ich dafür 2 Jahre gesessen. Ja gut, Zita hat 3 Jahre gesessen, wegen einer Prügelei im Knast. Aber wir haben uns dadurch aus den Augen verloren und dann habe ich sie auch schon vergessen. Fast vergessen bis. Bis was passiert ist? Bis ich einen Anruf von Zita bekommen habe. Sie war stocksauer. Sie hat mir vorgeworfen, dass ich nicht für sie da gewesen wäre in der Zeit nach dem Knast. Naja, sie hat das Thema ziemlich schnell aufs Geld gelenkt. Sie hat durch das Gespräch erfahren, dass Klaas nichts von der Vorstrafe von mir wusste. Und da hatte sie mich gleich angefangen zu erpressen. Sie wollte 5.000 Euro von mir haben, die ich ihr dann auch gegeben habe. Und woher hatten Sie das Geld? Von meiner Schwägerin Isabel. Sie wusste alles von Anfang an. Sie waren alles eingeweiht. Aber die Sache war ja mit den 5.000 Euro noch nicht erledigt, oder? Nein, leider. Kurz nach meiner Hochzeit habe ich wieder einen Anruf bekommen. Diesmal wollte sie 20.000 Euro haben. Woher hätte ich das Geld so schnell bekommen sollen? Ich habe versucht, das zu erklären. Ich habe gesagt, ich bin schwanger und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll und dass ich Zeit brauche. Ich habe sie sogar den Tag darauf angerufen und gesagt, dass ich erst mal in die Flitterwochen fahre. Sie hat sie aber trotzdem nicht in Ruhe gelassen, nicht wahr? Nein. Hm. Ich war gerade frühstücken mit meinem Mann im Hotel. Auf einmal stand sie da plötzlich vor mir mit ihrer Komplizin Antje. Und was wollte sie von ihr? Sie hat so getan, als wenn ich ihre Freundin wäre, die sie ewig lange nicht mehr gesehen hätte. Ich habe auch mitgespielt. Ich habe vor Klaas so getan, als wenn ich auf Klo müsste. Ich bin dann auf Klo und dann haben die mich auch gleich in die Mangel genommen. Zita hat dann den Zeitort bestimmt, wann ich ihr das Geld übergeben soll. Und das habe ich dann auch den nächsten Tag gemacht, um 5 Uhr morgens. Das heißt, der Übergabezeitpunkt war schon am nächsten Tag 5 Uhr morgens. Ja. Woher hatten Sie denn so schnell die 20.000 Euro? Ich habe sie am Nachmittag vom Konto meines Mannes abgehoben. Und das geht so einfach? Ich hatte eine Kontovollmacht. Er wusste zwar nichts davon, aber ich hatte schon, bevor ich in die Flitterwochen gefahren bin, habe ich bei der Bank angerufen, um mich zu vergewissern, dass ich das Geld auch wirklich bekomme. Mhm. Weil ich wusste, Zita lässt nicht locker. Und diese 20.000 Euro mussten Sie doch möglichst schnell wieder auf dem Konto Ihres Mannes einzahlen, oder? Bevor dieser Verdacht schöpft. Und deshalb mussten Sie auch leider Zita Kretschmer niederschießen, um sich das Geld von ihr wieder zu holen. Und deswegen haben Sie ihr in den Rücken geschossen. Ich hab's nicht getan, wirklich nicht. Meine Schwägerin hätte mir das Geld, wenn es drauf angekommen wäre, gegeben. Sie hätte mir das gegeben. Ich hätte meinem Mann vielleicht erzählt, dass eine Freundin in Schwierigkeiten stecken würde. Und dann hätte ich das Geld auch wieder meiner Schwägerin zurückbezahlt. Aber ich hätte mich hundertprozentig auf sie verlassen können, das weiß ich. Ach so, Sie meinen, weil Ihre Schwägerin Ihnen schon 5.000 Euro gezahlt hat, zahlt sie Ihnen auch 20.000 Euro? Das ist aber ein bisschen anderes Kaliber, Frau Fuhrmann. Ich glaube Ihnen das Ganze nicht. Jetzt erklären Sie mir doch bitte mal, wie es sein kann, dass wir diese Lederhandschuhe, diese gelbe Tasche, in der das Schweigegeld war, und nicht zu vergessen, last but not least, diese Waffe unter Ihrem Autositz gefunden haben, die Sie dort versteckt haben, nachdem Sie die Tat begangen haben. Diese 3 Sachen. Das habe ich nicht. Wir wollen dabei nicht vergessen, an der Waffe sind Schmauchspuren dran. An den Handschuhen sind Schmauchspuren dran. Ich bitte Sie, Frau Staatsanwältin, Herr Vorsitzende. Herr Vorsitzender, meine Mandantin hat zu der fraglichen Zeit immer ihr Cabrio offen stehen gelassen. Das heißt, jedermann hätte diese Sachen da deponieren können. Und diese 20.000 Euro. Die wurden bei der Frau Fuhrmann ja auch nicht gefunden, oder? Ja, weil Ihre Mandantin offensichtlich ein sehr gutes Versteck dafür gefunden hat. Also ich bitte Sie, diese Tat, die wurde doch von ganz jemand anderen ausgeführt. Von jemandem, der die Beweise alle so manipuliert hat, dass der Verdacht auf Frau Fuhrmann fällt. Ich weiß genau, wer das war. Es war diese Antje, die Komplizin. Die Komplizin von Zita war das. Die wollte das Geld nicht teilen und deswegen hat sie es getan. Und wie soll Antje Geisbühler an ihre Schusswaffe gekommen sein? Sie hat auf Toilette gesehen, dass ich eine Pistole in der Tasche habe. Und dadurch, ich weiß es nicht, vielleicht ist sie in mein Zimmer eingebrochen, hat dort die Pistole geklaut und meine Handschuhe noch dazu. Sie sind sich auch für keine Ausrede zu schade, oder, Frau Fuhrmann? Die Spurensicherung hat im Hotelzimmer keinerlei Einbruchspuren gefunden. Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ja. Und mir wird das alles zu viel. Ich möchte nichts mehr sagen. Ich habe auch keine weiteren Fragen mehr, danke. Ihr seid auch nicht. Keine mehr. Dann nehmen Sie bitte bei einem Handverteidiger Platz. Dann hören wir mal mit dem Opfer. Zita Kretschmer, bitte schön, wir treten die Pause. Geht's, Frau Fuhrmann? Ja. Ich muss erst mal Schluck Wasser, ja? Frau Kretschmer, guten Tag. Kommst du mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Das ist sehr aufregend.
Zunächst muss ich Sie belehren. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann würden Sie strafbar machen. Ja. Sie heißen Zita Kretschmer, 22 Jahre alt. Sie wohnen in Steinfurt. Sie sind ledig, arbeitslos. Haben Sie einen Beruf erlernt? Nein, ich habe immer mal etwas angefangen, aber eine richtige Ausbildung habe ich nicht. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Gegen Nein. Sie und Antti Geisbühler läuft ja derzeit auch ein Strafverfahren wegen Erpressungen. Das steht ja mit der Geschichte hier auch in Verbindung. Deshalb belehre ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Ja, aber das mit der Erpressung von Nathalie haben Antti und ich ja schon längst zugegeben. Aber dieses hinterhältige Luder wollte mich dafür umbringen. Vielleicht versuchen wir es mal etwas sachlich. Das Ganze war ja am Morgen des 17. September. Das soll die Geldübergabe sollte da ja stattfinden. Und zwar auf einem Grillplatz in der Nähe von Starnberg. Und wie war das dann? Ja, also ich habe mich mit ihr um 5 Uhr verabredet. Sie war auch schon da. Und sie hat mir auch gleich die Tasche mit dem Geld gegeben. Sprechen Sie von der Tasche hier? Ja, genau. Ich habe das Geld dann gezählt und wollte dann zu meinem Roller zurück. Aber als ich mich von ihr weggedreht habe, hat sie mir einfach in den Rücken geschossen. Und als ich ohnmächtig war, hat sie die Tasche einfach wieder mitgenommen. Du hast es zwar nicht geschafft, mich umzubringen, aber dafür hast du mich zu einem Krüppel gemacht, Nathalie. Sie haben gesagt, Sie sind in Ohnmacht gefallen. Wann sind Sie wieder zu sich gekommen? Ich kann mich erst wieder ab dem Punkt erinnern, wo ich das Blaulicht vom Krankenwagen gesehen habe. Und die mich da mit einer Trage in den Wagen geschoben haben. Ich meine, Gott sei Dank hat Antje mich gefunden, sonst wäre ich womöglich wirklich noch draufgegangen. Ich war's nicht, Zita. Ich hab dich nicht angeschossen. Natürlich warst du's. Du wolltest doch die 20.000 Euro wieder haben, damit dein Macker nichts von der Erpressung mitbekommt. Das stimmt nicht. So hat er das doch als Recht mitbekommen. Ja, aber doch nur, weil du es nicht geschafft hast, mich umzubringen. Ich habe überlebt. Das war nicht dein Plan. Frau Kretschmer, wessen Idee war es eigentlich, meine Mandantin zu erpressen? Meine, wieso? Hatte da nicht auch die Antje Geisbühler ihre Finger mit im Spiel? War sie nicht am Ende die treibende Kraft? Oh nein, ganz sicherlich nicht. Ich war die treibende Kraft, weil ich nämlich Recht auf dieses Geld hatte. Wie meinen Sie das? Recht aufs Geld? Ja, eine Art Haftentschädigung, wissen Sie? Ich bin damals für Nathalie ein Jahr länger im Knast geblieben. Mhm. Was? Was redest du da? Ja, natürlich. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Damals, als eine andere Knastinsassin bei einer Prügelei ein Auge verloren hat. Da habe ich meinen Kopf für dich hingehalten, weil du nämlich in Wirklichkeit dran schuld warst. Das stimmt nicht. Sie haben die Schuld auf sich genommen für eine Prügelei, bei der ein Auge verloren ging. Ja, ich habe damals vor Gericht gesagt, dass ich mich mit dem Mädchen geprügelt habe. Ja, wieso denn? Wieso hat sie das nicht selber? Weil sie den Knast seelisch nicht verkraftet hat. Sie ist durchgedreht, sie ist verrückt geworden. Deswegen hat sie auch um sich geschlagen. Aber ich konnte sie so einfach nicht mehr sehen. Sie sollte es besser haben. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es war so schrecklich da drin. Ich weiß, deswegen habe ich es auch getan. Und nur für dich. Und du hast mir versprochen, im Gegenzug schon mal alles für unsere Kneipe in Berlin vorzubereiten, ja? Und Geld dafür zu verdienen. Doch stattdessen lässt du mich einfach im Stich. Ich wollte doch einfach nur ein neues Leben anfangen. Oh, ja toll, war ich dir peinlich oder was? Nein, aber klar. Ja, klar, schon klar. Dass ein schnöseliger Arzt keine Knastfrauen ab kann, ja? Und du dich nur noch mit der High Society abgibst, ey. Dafür kann man schon mal eine Freundin im Stich lassen, die für einen den Kopf hingehalten hat. Also lassen Sie mich einmal noch ein Stück zurückgehen. Wenn das stimmen sollte, was Sie sagen, dann hätten Sie ja zu Unrecht eine Strafe abgesessen. Und die Angeklagte hätte noch eine Strafe verdient, die sie nicht bekommen hat. Also dann müsste das Verfahren wieder aufgenommen werden. Und ich denke, dass die Frau Staatsanwaltin, da rattert es gerade eben schon im Kopf. Wie haben Sie die Angeklagte dann überhaupt ausfindig gemacht? Ich habe ihre Telefonnummer im Internet herausgefunden. Immerhin habe ich ja noch bis zuletzt gehofft, dass alles nur ein blöder Missverständnis sei. Aber Pustekuchen. Sie hat echt so getan, als würde es mich nicht mehr geben. Aber ich habe nicht nachgelassen. Und wie war das dann mit der Erpressung? Ja, ich habe sie angerufen. Und ich habe zuerst 5.000 Euro von ihr verlangt. Und immerhin hat sie die auch gleich rüberwachsen lassen. Aber ich habe mir dann gedacht, 5.000 sind ein bisschen wenig. Ich wollte 20.000 haben. Aber da hat sie ja behauptet, dass sie jetzt nicht kann, weil sie mit ihrem Klaas in die Flitterwochen fahren würde. Aber so einfach habe ich nicht losgelassen. Woher haben Sie eigentlich gewusst, wo die Angeklagte ihre Flitterwochen verbringt? Tja, von der Bäckerin neben ihrem Haus. Die war ziemlich redselig, die nette Dame hinter der Theke. Mhm. Und die hat mir dann alles lang und breit erzählt. Von der Hochzeit und natürlich auch von den Flitterwochen. Also, dann haben Sie sie aufgespürt, ja, wie Sie gerade eben sagen. Wann und wo sollte dann die Geldübergabe stattfinden? Ja, also, ich... Antje und ich sind am 16. September morgens dann ins Hotel gegangen zu den beiden. Und haben sie dann bei einem Frühstück plötzlich überrascht. Und Nathalie wäre fast das Croissant im Hals stecken geblieben. Und naja, dann ist sie halt mit uns auf die Toilette gegangen. Und dann
habe ich ihr gesagt, wann und wo ich sie gerne treffen möchte. Jetzt sagen Sie schon mit uns? Hat das sonst noch jemand mitbekommen? Nein, nein, das wussten nur Nathalie, Antje und ich. Haben Sie denn gesehen, ob die Angeklagte damals auf der Toilette diese Schusswaffe mit dabei hatte? Darauf habe ich doch nicht geachtet. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie mich damit abknallen will. Ja, das Projektil, das sie da leider getroffen hat, das ist eindeutig laut ballistischem Gutachten aus dieser Pistole hier abgefeuert worden. Und die Pistole, die ist ja im Auto unterm Fahrersitz der Angeklagten gefunden worden. Ja, was brauchen Sie denn noch? Ein ordentliches Motiv vielleicht? Sie hatte doch ein Motiv. Allerdings. Deshalb habe ich ja auch gesagt, ein ordentliches Motiv, denn sie umzubringen, macht aus Sicht meiner Mandantin überhaupt keinen Sinn. Denn vergessen Sie eins nicht, Sie hatten ja die ganze Zeit noch eine weitere Person, einen weiteren Mitwisser, der genauso wie Sie über die Vergangenheit meiner Mandantin Bescheid wusste, nämlich Antje Geisbühler. Daran hat sie doch nicht gedacht. Noch weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Keine Fragen, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt, danke. Dürfen hinten Platz nehmen. Dr. Klaas Fuhrmann, bitteschön. Das Motiv Ihrer Mandantin finde ich jedenfalls mehr als eindeutig. Vielleicht sollten Sie mal in diese Richtung. Herr Dr. Fuhrmann, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz. Sie wissen, als erst Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen, mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Aber in Vorsorge belehre ich Sie, dass Sie weder sich selbst noch Angehörige belasten müssen. Hier 55 StPO. Sie heißen Dr. Klaas Fuhrmann, 32 Jahre alt. Sie wohnen in Münster. Sie sind verheiratet. Sie sind Zahnarzt. Sie sind nicht verwandt, nicht verschwägert, sondern. Ich bin seit dem 6.9. mit Nathalie verheiratet. Was wahrscheinlich der größte Fehler meines Lebens war. Als Ehemann zumindest haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie aussagen, muss es natürlich die Wahrheit sein. Ich möchte aussagen. Sie wollen aussagen. Wieso war denn die Heirat ein Fehler? Weil meine Frau eine Verbrecherin ist. Und Sie wissen, dass Ihre Frau heute vorgeworfen wird. Sie soll versucht haben, die Frau Götzmann, die da hinten sitzt, am 17. September zu erschießen, weil sie von der erpresst worden ist. Tja, der 17. September. Wissen Sie, wir waren zu dem Zeitpunkt gerade mal 11 Tage verheiratet. Und es war der 3. Tag in unseren Flitterwochen. Und bis dahin war alles wunderschön, aber danach war das nur noch ein ganzer großer Albtraum. Zuerst stand die Polizei vor unserem Hotelzimmer. Dann erfahre ich, dass meine Frau einen versuchten Mord begangen hat. Und ganz nebenbei erfahre ich auch noch, dass sie schon einmal im Gefängnis war. Gut, zumindest, dass er auf die Frau Kretschmer geschossen hat, das ist ja noch nicht bewiesen. Ja, aber die Beweise sind natürlich ziemlich eindeutig. Ich weiß nicht, was ich hier heute noch auftun soll, dass sich daran etwas ändert. Klasse. Was? Nathalie, welche Geschichte willst du mir diesmal auftischen? Hm? Nichts. Ich bin ein Blödmann, wirklich. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Waisenheim. Ich glaube es immer noch nicht. Ich habe immer geglaubt, sie hätte mir das nicht erzählt, weil es ein traumatisches Erlebnis für sie war. Aber in Wirklichkeit wollte sie einfach nur verschweigen, dass sie eine Verbrecherin ist. Und dass sie ihre Erzieherin auf dem Gewissen hat. Ich bin keine Verbrecherin. Du bist dafür verurteilt worden. Keiner wollte, dass sie stirbt. Ist sie aber. Und du bist dafür verurteilt worden und du hast es mir nicht erzählt. Ich hatte Angst, dass ich dich verliere. Haben Sie denn gewusst, dass Ihre Frau erpresst wurde? Nein, überhaupt nichts habe ich geahnt. Sie hat das hervorragend von mir verschwiegen. Auch als sie zurückgekehrt ist. Ich habe gar nichts gemerkt. Am Morgen des 17. September, als diese Geldübergabe stattfinden sollte, haben Sie auch nichts mitbekommen? Nein, überhaupt nichts. Sie hat mir in der Früh vorgespielt, dass ihr unwohl wäre. Wissen Sie, wegen der Schwangerschaft, wir erwarten ein Baby. Und sie sagte, dass sie frische Luft braucht und dass sie spazieren gehen will. Und in Wirklichkeit wollte sie ja diese Sita treffen. Ja. Haben Sie mitbekommen, wann sie zurückgekommen ist? Ja, das war so ungefähr gegen 5.20 Uhr. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, weil ich sie habe alleine gehen lassen. Und in welchem Zustand war sie, als wir hier zurückkamen? Ja, ziemlich angeschlagen. Ich Trottel habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich sie habe alleine gehen lassen. Sie ist ja schließlich schwanger. Aber in Wirklichkeit, das weiß ich jetzt, ist es natürlich kräftezehrend, wenn man jemanden umbringen will. Du kannst doch nicht wirklich glauben, dass ich versucht habe, jemanden umzubringen. Vergiss es, Nathalie. Ich kann deine Lügengeschichten nicht mehr hören. Die ganze Zeit hast du mich nur angelogen. Ich kann nicht begreifen, wie sehr ich mich in dir täuschen konnte. Erst die Geschichte mit der Haftstrafe und dann die Sache mit dem Waffenschein. Apropos Waffenschein. Ihre Frau hat ja diese Pistole besessen, obwohl sie dafür eben keinen Waffenschein hat. Hm? Ja, wissen Sie, Herr Vorsitzender, ich selber habe einen Waffenschein, weil schon zweimal in mein Haus eingebrochen wurde. Und ich wollte, dass Nathalie auch einen beantragt. Sie hat mir dann erzählt, dass sie bereits einen Waffenschein hat. Ich Idiot, habe ihr natürlich blind vertraut, habe auf meine Besitzkarte eine zweite Pistole gekauft und habe ihr dann diese Pistole geschenkt. Ihre Frau hat ihre Lüge von Anfang bis Ende durchgezogen. Ich wollte das doch alles nicht. Ich hatte einfach nur Angst, dich zu verlieren. Weißt du was, Nathalie? Ich wäre sicherlich nicht begeistert gewesen über deine Haftstrafe, aber ich hätte es dir auch mit Sicherheit verziehen. Aber
Du hast alles kaputt gemacht. Was ist mit unserem Baby? Ich denke ständig an unser Baby. Du weißt genau, wie sehr ich mir Kinder gewünscht habe und dass ich ein Baby haben wollte. Ich glaube, wenn alles so bleibt, dann will ich definitiv die Scheidung. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob sie mich nicht nur wegen meines Geldes geheiratet hat. Wo wir gerade beim Geld sind, Herr Dr. Fuhrmann, Ihre Frau, die hatte ja am 16. September diese 20.000 Euro Schweigegeld am Urlaubsort von ihrem Konto abgehoben. Sie hat für das Konto wohl eine Vollmacht gehabt. Wie oft kontrollieren Sie denn Ihre Bankauszüge? Ja, so ungefähr einmal die Woche. Was meinen Sie, wann wäre Ihnen da der fehlende Betrag aufgefallen? Ich denke, ein paar Tage später. Dann muss Ihre Frau ja doch ziemlich unter Zugzwang gestanden haben, die 20.000 Euro wieder einzubezahlen. Eben, und deshalb bleibe ich auch nach wie vor dabei, dass die Angeklagte Zita Kretschmer deshalb niedergeschossen hat, um auch unter anderem sich das Geld wieder zu besorgen. Ja, Frau Staatsanwältin, die Tatsache, dass am 17. September diese 20.000 Euro nicht wieder auf das Konto von Herrn Fuhrmann eingezahlt worden sind, zeigt doch, dass meine Mandantin dieses Geld eben nicht wieder an sich genommen hat. Ja, dazu war die Angeklagte einfach noch nicht gekommen. Morgens um 6 konnte sie ja wohl kaum das Geld eingezahlt haben. Ja? Und kurz darauf ist sie ja schon festgenommen worden. Weitere Fragen noch an den Zeugen? Keine Fragen, danke. Dankeschön, Sie dürfen hinten Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Die Zeugin Antje Geisbühler, bitte.